Ist noch irgendetwas? Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt. Nun, Sabion, jetzt, da ihr euch um euer kleines Ungezieferproblem gekümmert habt, könntet ihr mir ja einen Schluck Met gönnen. Bedient euch, Herr. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräu und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Ach kommt, das ist Met, kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Bei den Acht, was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Das mache ich gern. Und ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Lebt wohl, Sabion. Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifthorn zurückkehrt? Dann will Maven also Sabions stillen Partner finden, was? Ihr könnt euch gerne in Sabions Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er in seinem Schreibtisch auf. Hier, das dürfte helfen. Ich dachte, es wäre besser, bei unserem vorherigen Gespräch ein paar Details auszulassen. Ich wollte nicht riskieren, dass ihr den Auftrag ausschlagt. Außerdem habt ihr Maven einen Gefallen getan, indem ihr ihn beseitigt habt, und mir habt ihr Geld gespart, weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss. Ich wandle alles so bald wie möglich in die Schwarzdorn-Brauerei West um. Das war Mavens Teil der Abmachung. Sie hat mich damit beauftragt, den Met am Fließen zu halten, also werde ich genau das tun. Wenn ihr in der Gegend seid und jemals einen Hehler braucht, lasst es mich wissen. Denk daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Sabions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht, der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Ich glaube, wir sind fertig. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung?
Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Offenbar versucht unser Gegenspieler, uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Weil sie, trotz all ihres Prahlens und Planens, einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajulai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein schleimiger Dreckskerl. Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen, aber der Allerhellste ist er nicht. Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Gut, dass ihr unsere Methoden verinnerlicht. Es wäre schlecht, einen Kontakt in der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu verlieren, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Bleibt Gulum Ai einfach auf den Fersen, dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Viel Glück in Einsamkeit. Lasst Gulum Ai am Leben, aber erinnert ihn... Gut geschlafen? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Greloth sagen kann, hm? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Greloth, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord... den ihr zurückzahlen müsst. Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt.
Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Eine Schuld muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte und ihr macht euch auf den Weg. Die Anspannung bringt mich noch um. Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Wen werdet ihr wählen? Die Anspannung bringt mich noch um. Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Wen werdet ihr wählen? Hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Ich habe Holgrim gesagt, es liege keine Ehre darin, schlafende Männer zu töten, aber er wollte nicht hören. Es war nicht meine Schuld, ich schwöre es. Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Bitte, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Stränge geschlagen. Aber Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Ich heiße Fultheim. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon. Ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Nehmt mir diese Sachen ab! Wer immer das auch ist, wir hatten ein Deutsch. Ah, Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschäden. Bei den Göttern. Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara, sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also, mich jetzt hier raus! Oh, der winselnde Nord, was? Oh, nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Er liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause.
Endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort, also macht es euch gemütlich. Unserer Familie, Schätzchen. Unserer Familie. Mit vereinten Kräften kann die dunkle Bruderschaft alles erreichen. Aber ihr müsst darauf brennen, mit der Arbeit zu beginnen. Ich bereite einen Auftrag vor, brauche aber noch etwas Zeit. Bis dahin solltet ihr Nasir aufsuchen. Er hat ein paar kleinere Aufträge zu vergeben. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Die unheilige Oberin, die verhüllte Dame, die Herrin der Leere. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thys einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht, wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie, nun, sie ist nur noch ein Skelett, ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Hyrodiil in Himmelsrand angelangt war. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmor zu verdanken, also musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat, aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Er bringt die Mutter der Nacht hierher, schon bald. Das vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ihr könnt natürlich fliehen, aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ist uns allen schon passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Nochmal, nochmal. Spielt den Teil, wo er versucht, euch Süßigkeiten zu kaufen. Gut, in Ordnung. Dann mal los. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh ja, bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh, ja, sehr, sehr.
Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Spart euch die Nettigkeiten. Ich bin nicht daran interessiert, jemanden kennenzulernen, der morgen schon tot sein könnte. Wenn ihr in ein paar Wochen noch atmet, werden wir sicher die besten Freunde sein. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Also, ist es wahr? Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin. Also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Gibt es niemanden, der dem Jäger und seiner Beute im Wege stehen kann? Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Gute Jagd! Tja. Das ist rohes Fleisch. Oh, meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen, dass ich ihr Mann bin. Das macht sie öfter. Sie möchte nicht, dass man denkt, sie bevorzuge jemanden. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch.